Das HTC Magic ist immer dabei, genauso wie auch dieses Mal hier in Düsseldorf im 3001. Heute kann wieder einer unserer Gäste dieses Handy gewinnen. Und das 3001 konnte die Disco Boys für sich gewinnen. Und die werden wir auch gleich noch sehen. Viel Spaß! Die Party? Ja, total super bis jetzt. Gleich kommen ja noch die Disco Boys und so. Ist auf jeden Fall gut. Hast du denn deinen Freunden auch schon Bescheid gesagt über Twitter, dass du jetzt hier bist, dass die Disco Boys noch kommen? Oder nutzt du überhaupt Twitter? Nee, leider nicht. Ich war ja gerade die ganze Zeit unterwegs und hatte keine Möglichkeit gehabt, irgendwie das da jetzt reinzuschreiben. Weiß bis jetzt keiner Bescheid, dass ich hier bin. So, ja, und jetzt kommt der Hammer. Pass auf. Es gibt ja jetzt das neue HTC Magic. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Nee. Von Vodafone, das neue Handy. Und da gibt es eine Applikation für Twitter. Das heißt, du könntest jetzt einfach von hier aus sofort deinen Freund schreiben, pass auf, ich bin hier, komm vorbei. Die Disco Boys legen auch noch auf. Nimm's ruhig mal in die Hand, kriegst schon mal das erste Gefühl dafür, denn du kannst es hier auch gewinnen. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist auf jeden Fall. Da gibt es auch ein Spiel drauf. Das ist das hier, das kannst du hinten bei uns in der Vodafone Launch, kannst du das zocken und dann kannst du das Handy gewinnen. Am besten würde ich sagen, direkt mal hingehen. Ja, super. Hört sich auf jeden Fall, mache ich auf jeden Fall gleich, ja. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir viel Glück, viel Erfolg und noch eine schöne Party. Cool, danke schön. Gut. So, bei mir jetzt Gordon von den Disco Boys. Schönen guten Abend. Oder moin moin, wie man bei euch sagt. Genau, moin moin. Moin moin. Auswärtssieg. Ja, Fortuna, ne? Ja, Fortuna hat heute Heimsieg gehabt und der HSV hat auswärts in Frankfurt heute in der letzten Minute doch noch den Einzug in die Europa-Liga geschafft. Ja, da freuen wir uns drüber. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall erstmal, dass ihr da seid, dass ihr heute hier Musik macht. Gleich geht's auch los. Jawohl. Freust dich denn auch schon? Bist schon heiß drauf? Wolltest du jetzt loslegen? Ja, total. Immer. 3001 macht immer Spaß. Düsseldorf ist echt gutes Pflaster, hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Heute ist ja im 3001 auch die HTC Magic Launch von Vodafone hier zu Gast. Das sind wir gerade, ne? Genau, das sind wir schön. Sieht schön aus. Hier, ne? Wir haben ja alles aufgebaut für euch. Schön. Ne, was ich fragen wollte, zum Thema Handy. Wie sehen denn deine Handygewohnheiten aus? Bist du viel am Handy oder kannst du das Handy auch mal ausmachen? Ja, da ich viel unterwegs bin, bin ich schon natürlich viel am Handy. Auch ist immer oftmals die einzige Möglichkeit, noch Kontakt zu halten zu den Zurückgebliebenen in der Heimat. Gibt es denn auch mal bei dir so Tage, wo du sagst, boah, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr auf mein Handy, ich mache es jetzt einfach aus, ja, und will auch nicht mehr erreichbar sein? Eigentlich habe ich ja immer die Lautstärke aus und gucke halt dann irgendwann, wenn ich mal Zeit und Bock habe, drauf. Oh, 5 neue SMS, wer der will auf die Gästeliste und so. Oder wer hat angerufen und dann ruft man halt zurück, wenn man Zeit hat. Also ich mag es nicht so, mich davon so terrorisieren zu lassen und immer Sklave des Handys zu sein. Das finde ich nicht so schön. Okay, gut. Ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf, denn wir wollen auf jeden Fall was von euch hören. Und wenn ich auflege, habe ich das Handy immer nicht dabei. Ah, okay. Gut. Also, ja, das ist auch doof, wenn du dann so auflegst und so, oh, mal kurz gucken, wer hat denn geschrieben. Das kommt nicht so gut, ne? Nein. Gut, das, alles klar. Gordon, vielen Dank. Gerne. Eine schöne Party. Jo, ich mach mal kurz den Highscore klar hier, ne, und dann gehe ich auflegen. Genau. Alles klar, dankeschön. Ciao. So, Fabian, jetzt mal hier von Vodafone zu Vodafone quasi. Was ist denn das Beste am HTC Magic? Warum ist das so super? Vielleicht mal so in 3 Sätzen zusammengefasst. Ja, gerne. Aber es ist natürlich sehr schwierig, dieses tolle Gerät in 3 Sätzen auf den Punkt zu bringen. Aber ich versuche es einfach mal. Zuerst, es hat das Betriebssystem Android. Es ist sehr offen für alle möglichen Applikationen. Der User kann sein Telefon personalisieren, so wie er es möchte. Zweitens, das Telefon ist komplett an die Google-Applikation angebunden. Man kann ganz einfach sein Telefon mit seinem Google-Mail zum Beispiel synchronisieren. Und auf der anderen Seite ist es noch das schnellste Telefon, was Internet anbelangt, momentan auf dem Markt. Alles klar. Das waren ein kleines bisschen mehr als 3 Sätze, aber auf jeden Fall 3 Fakten, die man auf jeden Fall wissen sollte. Danke, Fabian. Gern geschehen. So, Mario, ja. Du bist unser großer Gewinner hier des HTC Magic. 147.602 Punkte. So viele Punkte hat auf der
kompletten Tour noch keiner geholt. Wie hast du das gemacht? Ja, keine Ahnung. Ich komme aus Wiesbaden, würde ich sagen. Und war ein geiler Ausflug nach Düsseldorf. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und hat Spaß gemacht hier. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Disco Boys sind da, noch ein Handy gewonnen. Ja. Kannst du das denn gut gebrauchen? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gleich wird noch richtig gefeiert. Genau, dann gebe ich dir jetzt erstmal das Handy. Dankeschön. Viel Spaß damit. Das war es hier von der Vodafone HTC Magic Tour aus dem 3011 in Düsseldorf. Hinter mir geben noch die Disco Boys Gas. Und wir machen aber jetzt Feierabend, denn wir haben ja unseren Soll erfüllt und haben einen unserer Gäste hier glücklich gemacht mit unserem neuen HTC Magic. So, jetzt Feierabend.